Um ein Haar, um einen Tag weiter wäre ich Lufthansa-Pilot geworden. Aber dann hätte ich mit Sicherheit auch keine Querflöte studiert und keine Gitarre gelernt und nicht angefangen, Lieder zu schreiben. Musik ist etwas, was aus einem heraus entspringt. Ein Mensch, der Musik nicht fühlt, der wird niemals ein Musiker werden. Es gibt Momente, da bekommt man eine Anregung und dann läuft einem das Lied oder der Text einfach so aus der Feder. Eine Regel oder ein etwas, was, wie man sagen könnte, wie ein Lied entsteht, das gibt es nicht. Aufbrechen tut man immer dann, wenn man eine Vision hat, wohin man will. Wenn ich die Idee habe oder die Hoffnung, dass ich einen Ort finden werde, an dem es mir auch gut geht, an dem ich auch Freude erfahren kann und Zuhause erfahren kann, dann gehe ich los. St. Pius in Neuss ist eine Kirche, wo ich meine ganze Jugendchorzeit verbracht habe. Sie wirkt als erstes Mal so düster, aber sie ist nicht düster. Sie ist geheimnisvoll. Manchmal fallen dann Sonnenstrahlen durch, manchmal nicht. Manchmal sieht man nur Schatten. Es muss Orte geben, an denen wir feiern. Aber auch diese Orte können natürlich Veränderung sein. Aber das eigentlich Wichtige ist, dass wir uns zusammenfinden, um Gemeinde zu sein. Also man selbstverständlich als Musiker in der Kirche ist diese vermaledeite Grenze aufzuheben zwischen traditioneller Kirchenmusik und christlicher Popularmusik. Ich weiß nicht, warum sie so wirkt, wie sie wirkt. Das wird man auch nie herausfinden, aber es ist in Musik etwas so etwas drin. Deswegen singe ich von meinem Glauben. Aber bedenk den Staat.